Ja, willkommen in den Tiefen der Typkonvertierung in C#. Und zwar diesmal ein paar so kleine, nette Advanced Features. Und zwar, wie schaffe ich es, dass ein Objekt direkt einem String zugewiesen werden kann, ohne toString, und zwar implizit. Oder wie kann ich es explizit casten auf zum Beispiel einen String. Oder wie kann ich aus einem Objekt einfach nametuples machen. Also wer das wissen will, einfach dranbleiben. Wir lösen auf, was müssen wir programmieren, damit der Compiler diese Anweisungen akzeptiert. Gut, also womit fangen wir an? Fangen wir am besten mit diesem nametuple an hier. Also ich habe hier eine Person, die braucht erstmal einen Konstruktor, denn wir erzeugen hier ja ein Objekt mit Vor- und Nachname. Also wir brauchen einen public string first name, getset public string last name, getset und dann noch den Konstruktor person string first name, string last name, first name, last name gleich first name, last name. So, jetzt haben wir den Konstruktor implementiert. Jetzt wollen wir, dass wir das entsprechend als Tupel auflösen können. Last name, da haben wir noch einen Typo Error drin. So, last name. Und zum Auflösen brauchen wir eine Methode, die ist void, heißt deconstruct und liefert jetzt ausschließlich Out-Variablen. Outstring FirstName und Outstring LastName. Ja, wieder so implementiert mit FirstName-LastName ist gleich und die Werte der Eigenschaften zugewiesen, FirstName und LastName. Strichpunkt. Also, wir weisen den Out-Variablen das einfach nur zu und jetzt, voilà, will der Compiler schon mal diese Anweisung. Das heißt, das Deconstruct passiert jetzt oder macht folgendes. Es ruft diese Methode Deconstruct auf, wenn wir das einem Tupel zuweisen, ein Objekt einem Tupel zuweisen, sofern die existiert. Und der erste Parameter oder der erste Variablenwert wird mit dem ersten Parameter hier gesetzt und der zweite mit dem zweiten und so weiter. Gut, das war mal so die einfachste Version. Wer sich mal nametuple angeschaut hat, der wird das schon kennen. So, wie machen wir jetzt aber das, beziehungsweise das hier? Und wer sich mit vielen Programmiersprachen gibt es einfach das Konzept der Operatorenüberladung. Und auch eine Typkonvertierung ist ein Operator. Und wir können diesen Operator überschreiben. Also wir können sagen, public, Operatoren überschreiben sind immer static, und zwar explicit Operator nach String, wenn ich eine Person habe. Und jetzt machen wir hier einfach eine einfache Implementierung. Wir verzichten mal auf das Null Handling etc. und sagen einfach, wir geben zurück p lastname, Leerzeichen p firstname. Blödsinn. So. So, und wenn wir das jetzt haben, nimm dir auch das. Das heißt, dieses explicit Operator String, das ist der Zieldatentyp, den ich gern hätte. Also wenn ich auf diesen String, wenn ich eine Person auf einen String casten will, und zwar explizit, wie das hier der Fall ist, dann ruft er diesen Operator auf. Ja, jetzt gibt es noch die Variante mit dem impliziten Cast, mit der impliziten Zuweisung, und die ist sehr ähnlich. Public static implicit operator string person p von einer Person nach einem String. Und damit wir sehen, dass das was anderes ist, machen wir hier first name und anschließend last name. Also jetzt haben wir hier was passt ihm denn hier nicht? Ach so, ja, natürlich. Also, wenn ich den explicit Operator habe, dann kann ich nur explizit casten.
Wenn ich den Implicit Operator überschreibe, dann kann ich automatisch implizit casten. Ja, dann macht er so wie hier. Aber natürlich geht dann auch explizit. Das heißt, wenn ich den Implicit überschreibe, brauche ich nicht extra den Explicit zu überschreiben. Ja, das spart ein bisschen Code. Gut, also jetzt frisst er es. Wir können das nochmal kurz testen hier. Wir starten das mal an. So, wir sehen F11 hereingesprungen. Er geht hier in den Konstruktor. Er weist die Variablen zu. Ja, Visual Studio, alles ist gut. Und mit F11 wieder reingesprungen. Und er ist hier nicht stehen geblieben. Warum? Warum bleibt er hier nicht stehen? Weil kein Breakpoint da war. Prima. Also jetzt kommen wir bereits von der expliziten Zuweisung. Nochmal probiert. Wir sind bei der impliziten Zuweisung. Und er geht hier rein, gibt First Name, Last Name aus. Und sehen hier auch First Name, Last Name. Ja, also explizit oder implizit, wie man es gern hätte, kann man überschreiben. Wenn man möchte, man kann natürlich auch eine Art Convert-Funktion bauen, alles okay, und da es hier ohnehin wenig Sinn macht, zwischen den beiden unterschiedlich zu implementieren, sobald wir den Implicit Operator haben, brauchen wir den Explicit nicht mehr. Gut, also das waren mal drei kleine mehr oder weniger Advanced Features zum Thema Typkonvertierung. Wie können wir ein beliebiges Objekt einem beliebigen anderen Objekt zuweisen und was müssen wir dazu bauen? Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.